Servus, grüßt euch. Heute werden wir so eine Gaube erstellen, also eine Dachhaut und eine Gaube dazu. Und ja, und dann werden wir das Ganze mit der Dachhaut belegen. Und so schaut das Ganze im skizzierten Bereich aus. Und wenn man das Ganze jetzt in die Animation schaltet, dann seht ihr das so. Das werden wir machen heute erstmal ohne Sparen, einfach nur mit der Dachhaut. Viel Spaß dabei und nach dem Intro geht's los. Servus, grüßt euch. Heute werden wir eine Gaube und ein kleines Dach zeichnen. Das ist unser Projekt. Hier in diesem Geschoss ist unser Dachgeschoss und da sollen die Wände auch natürlich mit angepasst werden. Dazu muss oder sollte das Dach in das Teilbild rein von den Wänden, damit sich die Wände an dieser Ebene anpassen. Ihr könnt es natürlich auch kopieren, aber wenn sich dann was ändert, dann muss man das wieder hin und her kopieren. Also machen wir es gleich in den DG-Grundriss rein. Das heißt, wenn ich jetzt hier in meine Bauwerkstruktur gehe, machen wir hier alles passiv und haben hier nur den DG-Grundriss aktiv, also Untergeschoss, Erdgeschoss, Obergeschoss, Dachgeschoss und haben hier das Dachgeschoss dort, wo auch die Wände vorhanden sind und zwecks mir auch die Einbauteile vielleicht reinkommen. Ich speichere mir jetzt erstmal hier die Favoriten ab, dass ich diese Teilbilder habe. Weil wenn ich jetzt hier zum Beispiel irgendwo reingehen würde mit einem Doppelklick und habe jetzt nur ein Teilbild aktiv und jetzt müsste ich das Ganze wieder auswählen, da bin ich ein bisschen zu faul. Da tue ich einfach dann die Favoriten laden, Dach und schon habe ich das Ganze wieder und schließe jetzt auch. Ja, dann fangen wir mal an. Als erstes, wie ich vorgehe, ich hole mir diesen Höhenbezug. Den Höhenbezug kann ich mir einfach holen, indem dass ich den Navigationsmodus deaktiviere in der Animation. Gehe hier auf Messen Koordinaten und habe hier die 5,47,5. Die merke ich mir einmal im Kopf, die Ding. Gehe dann in Architektur, Rohbau, im Bereich von Dach, in das Flyout hier rein und dann baue ich mir eine Dachebene. Hier habe ich die Unterkante schon eingegeben, 5,47,5, also das ist genau der Höhenbezug hier. Dann brauche ich eine Draufhöhe, eine Schnieke, das heißt, Moment, gehen in die Seitenansicht rein, ohne Perspektive. Das heißt, die Draufhöhe, die Draufhöhe ist irgendwo hier. Und wo ist die Höhe hier? Wenn wir hier 5,47,5 haben, ja, gehen wir einfach 6 Meter ein. Also machen wir 6 Meter Draufhöhe. Und die Oberkante, die muss höher sein als der Firstpunkt. Der Rest ist egal. Neigung 25 Grad. Ja, da können wir schon eine Photovoltaik drauf bauen. Eine Photo. Ja, passt. Oder sollen wir 30 Grad machen? Ja. Zurück. Dachebene. Wir machen 27 Grad. Dachneigung. 27,5. So sind wir halt. Den Abstand, ja, machen wir mal für einen halben Meter Dachabstand. Genau, also wenn wir jetzt hier das Ganze umfahren, bin ich doof. Dann haben wir jetzt hier unseren Dachüberstand. Ich schalte mal hier auf Draht um, dann sieht man das Schöne. Und gehe hier so in der Isometrieperspektive. Jetzt sehen wir schon mal, okay, jetzt haben wir da so einen Kubus drauf gesetzt. Wir haben die Unterkante und Oberkante konzipiert vor 47,5 und 10 Meter. Und jetzt brauchen wir Schräge an Kante. Also wo ist die schräge Kante? Ich finde den Begriff nach wie vor so verwirrend, aber gut, so ist es eben im Leben. Jetzt habe ich da einmal drauf geklickt und jetzt wird hier eine Schräge erzeugt. Einfach in 27,5 Grad, also hier angefangen auf der Draufhöhe von 6 Meter und dann wird hochgefahren. Jetzt wollen wir aber das genau gegenüberliegend auch machen und dann klickt man hier drauf und dann kommen wir hier so raus, auf fast den Mittelpunkt erwischt. Lassen wir mal, gar nicht mal so schlecht, ne? Und jetzt können wir das Ganze schließen. Finde ich gut und sobald wir geschlossen haben, werden sich die Wände anpassen. Wir gehen nochmal in die Animation über, schauen uns das Ganze an, schaut echt gut aus. Ich glaube, mit das ein, dann haben wir vielleicht ein größeres Feld für euch. Und ja, gefällt mir, oder? Also, ich habe hier noch keine Innenwände gezeichnet. Ist aber eigentlich alles kein Thema. Jetzt geht es aber erstmal um die Gaube.
Jetzt zeichnen wir hier irgendwo eine Gaube ein. Das Einzige, was wir wissen wollen, wo ist denn die Draufhöhe von der Gaube? Man kann doch mit Alt, glaube ich, malen, oder? Ja, cool. Also wir werden hier so eine Gaube anzeichnen. Hier ist dann der First. Und da hier eine Schräge ist, also von hier nach hier verläuft, muss die Gaube auch hier irgendwo eine Schräge aufweisen. Hier verläuft der First dann. So, und dann haben wir hier unseren ganzen Zeug. Dann brauchen wir hier nur ein paar Wanderl und hier nur Wanderl und hier nur Wanderl. Okay? Schaut gut aus. Und das bauen wir jetzt einfach ein. Ich habe jetzt gar keine Höhen irgendwie mir ausgedacht. Wir gehen aber wieder in dieses Flyout hier rein und gehen auf Gaube in Dachebene. Wenn es ja ältere Altplan-Version ist, dann heißt es einfach nur Gaube. Also dasselbe Spielchen aber. Und jetzt müssen wir einfach sagen, wo soll die Gaube rein? In welche Dachebene, sage ich jetzt mal. Da fragt uns auch Altplan hier schön brav, Gaube in welche Dachebene? Und somit, das ist unsere Dachebene der Wahl. Und jetzt können wir wieder hier unsere Sachen eingeben. Ich bleibe bei den 27,5. Die Draufhöhe, ja, die müssen wir jetzt natürlich ein bisschen höher wählen als 6 Meter. Was würden das sein? Vielleicht 7,50 Meter sogar, keine Ahnung. Ich würde jetzt einfach mal hierher gehen und sagen, hier gehen wir mal 25 cm rüber. Dann gehen wir hier 1 Meter hoch. 1,25 Meter so. Das hier ist unser Startpunkt und wir ziehen es irgendwie so auf. Mal 2,10 Meter rüber. 1,80 Meter gehen nach oben. Ich escape und habe jetzt hier das Viereck konzipiert und jetzt wird wieder gefragt, wo ist denn jetzt hier die Schräge? Wir erinnern uns vorhin, ich habe das so aufgezeichnet wie so ein Zelt und dann ist hier unsere schräge Kante und hier unsere schräge Kante. Hier ist unsere Draufhöhe. Wir klicken einmal hier und einmal hier. Und jetzt sehen wir gleich wieder, wie das schön hier eingezeichnet wurde, genauso wie ich es erzählt habe. Uns reicht das nicht ganz, um die Spitze zu konzipieren. Ich zeige das mal hier in Drahtmodell. Also hier schneiden wir einfach ab. Wollen wir das haben? Nein, wollen wir nicht. Deswegen escape ich jetzt hier mal. Und jetzt Rechtsklick hier nochmal Dachebene modifizieren in meinem Fall. Mit der Draufhöhe einfach ein bisschen höher. Nochmal 7,65 Meter. Schauen wir mal, ob es reicht. Schräge an Kante, du, jetzt wird es schlechter. Okay, gut. Dann 7,40 Meter. Gut wieder. Schräge an Kante. Ja, so schaut es gut aus. Also hier, jetzt ist es richtig, okay? Jetzt schließt man das Ganze, dann schaut das Ganze so aus. Wenn wir jetzt in die Animation gehen, sehen wir natürlich hier gar nichts. Deswegen braucht man noch eine Dachhaut. Und die Dachhaut, die bauen wir jetzt ein. Dazu gehen wir in dieses Flyout, dann gehen wir in die Dachhaut rein, hier in die Eigenschaften rein. Und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, erstmal eine Schicht auszuwählen. Mir reicht es, für mich ist es eine Dachschicht. Wir können hier die Dicke einstellen. Wichtig ist aber eher noch der Höhenbezug. Hier kontrollieren, dass wir hier auf 0 gehen. Wir gehen sozusagen an die Oberkante der Ebene und hier auf 0, also 0 Abstand davon. Sonst könnte man weiter nach unten gehen, zum Beispiel um 10 cm. Aber wir haben es ja genauso konzipiert, wie wir es brauchen. Sagen wir okay. Dann können wir hier durch in die Formateigenschaften irgendwelche lustigen Sachen eingeben. Hier Flächen darstellen. Eine Schraffur braucht man hier nicht. Und wenn wir es jetzt so machen, machen wir es mal am Anfang falsch. Wir geben es jetzt so ein, wie es hier ist im Eingabetypen. Und wenn ich das jetzt so klicken würde, dann sehen wir das so. Ja, für einen Ingenieur wird es reichen, würde ich sagen. Ich brauche die Dach auch gar nicht. Ich brauche eigentlich bloß die Sparen. Aber so wird jetzt das Ganze ausschauen. Aber so wird sie eigentlich nicht gebaut, sondern hier wird eine Dach draufgesetzt und hier kommt die Gaube drauf mit einem Dachüberstand. Also machen wir das Ganze wieder rückgängig mit Steuerung Z. Mein Lieblingsbefehl überhaupt in allen Bereichen, auch in Windows Explorer. Wenn man irgendeine Datei erzeugt und oder gelöscht hat, einfach Steuerung Z und sie ist wieder da. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt jemand verstanden hat. Egal, wir gehen auf Dachhaut über. Gehen wir denn die Eigenschaften neben den zweiten Eingabetypen hier und dann sehen wir auch schon hier in der Vorschau, aha, hier wird etwas ausgespart, die Gaube, das machen wir und wir brauchen jetzt ohne Überstand das Ganze hier einzugeben, weil den Überstand haben wir schon in unserer Dachebene drin und klicken hier einmal schön sauber rum und jetzt sehen wir,
Wunderbar. Hier ist jetzt das Loch mit drinnen. Selbe Spielchen machen wir nochmal, nur für die Gaube. Gehen hier nochmal in die Eigenschaften rein. Jetzt den dritten Typen wählen. Wunderbar. Wir bestätigen einmal mit OK. Mittlere Maustaste gedrückt halten. Hier hinzoomen. Wunderbar. So, jetzt können wir den Überstand wählen. Hier erstmal 0. Dann gehen wir hier entlang. Und ab jetzt brauchen wir aber einen Überstand. Machen wir mal 0,53. Nein, nicht bis. Moment. Rückgängig, komm. Oh, Peter, du bist so doof. Wir machen das Ganze nur mal. Der Peter ist ein bisschen dumm gewesen. Wir machen nur mal hier die Dachhaut, bitte. Typen Nummer 3. Ja, komm hier. Ja, also Abstand 0,35. Hier gehen wir ein. Wir fangen hier links an. Dann klicken wir uns hier entlang. Und jetzt gehen wir auf Abstand 0. Jetzt haben wir es. Also hier seht ihr 0 jetzt auf einmal. Und da klicke ich hier hin und beende das Ganze hier. Jetzt haben wir auch die Gaube erzeugt, haben aber hier einen Abstand hinzugefügt. Ja, und wie es halt so ist, eigentlich brauchen wir hier auch ein paar Wanderler rein. Ein paar Wanderler, quasi ich mein Dialekt. So, hier gehe ich einfach meinen Assistenten, ich mache nicht tragende Wand, gehe hier rein. Ja, die Schraffune könnt ihr euch selber auswählen, ob sie gestrichelt haben möchtet oder nicht. Ist mir wurscht. 15er Wand, passt schon. Hier an die Ebenen anpassen, fertig, aus. Und dann, jetzt bin ich gespannt, Moment, das müsste ich jetzt einfach mal testen. Ich bin ja noch im Grundriss DG, hier vor entlang. Ja, genau. Jetzt habe ich mich die Wand nicht richtig, weil ich möchte nicht bis da unten darunter ziehen, sondern ich möchte bis da oben, hier. Da gehe ich halt in eine Wand rein, Doppelklick, Höhenbezug. Da gehen wir dann nicht hier, die Oberkante von einem Bauteil, und der Bauteil kann sogar eine Dachhaut sein. So, jetzt habe ich hier die Pipette an der Angel und dann kann ich mir die Dachhaut einfach hier von der Dachebene ziehen. Dann sage ich, okay, cool. Und jetzt habe ich wenigstens eine Wand schon mal richtig. Hallo Maus, wo bist du denn? Oh, okay, was ist denn jetzt los? Ja, man sieht schon, die ist verschwunden im Gegensatz zu den anderen zwei. Jetzt möchte ich das übergeben gleich. Dazu wähle ich einfach die allgemeinen AR, also Architektureigenschaften, modifizieren aus. Nimm die Pipette. Nimm die Höhe von dieser Wandschicht. Jetzt könnte ich einfach alles übergeben. In dem Fall würde es auch nichts passieren. Aber ich gehe trotzdem auf Nummer sicher immer. Deaktiviere alles bis auf die Höhe. Weil der Rest soll nicht übergeben werden, sondern nur die Höhe. In dem Fall könnte ich alles übergeben, aber ich mache es trotzdem immer so. Und jetzt klicke ich einmal auf Anwenden und jetzt seht ihr, wie das Ganze nach oben gejagt wurde. Ja. Also unsere Wand ist jetzt auf der Oberkante dieser Dachhaut. Könnt ihr auch Überstände oder sonst irgendwas eingeben. Und dann haben wir aber unsere Gaube fertig. Und jetzt ist der Bereich da, wo ihr den Kanal liken könnt. Den Kanal liken und das Video abonniert. Ihr habt den Fehler entdeckt. Wurscht. Servus, bis zum nächsten Mal. Jetzt kommen wir gleich zwei ganz tolle Videos. Da klickt ihr natürlich auch drauf. Klar, auf beide gleich. Zwei Tabs aufmachen. Wichtig. Servus, ciao. Euer wieder.